Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Immer wenn ich bei Grün als Erster gehe, stelle ich mir vor, dass ich meine Armee in die Schlacht ziehe. Jungs, wenn die Unterwäsche einer Frau zusammenpasst, habt nicht ihr entschieden, dass ihr heute Sex habt. Meine Witze sind wie die Titten deiner Mutter, unter der Gürtellinie. Mädels, wenn seine Skimaske zu seinen Handschuhen passt, habt nicht ihr entschieden, dass ihr heute Sex habt. Pflanzen sorgen für saubere Luft zum Atmen. Kühe furzen mit Methan die Luft kaputt. Und was machen Vegetarier? Sie essen die Pflanzen. Mädels, Aussehen ist zwar nicht alles, aber man kann nicht auf die Persönlichkeit eines Menschen wichsen. Was ist das beliebteste Brettspiel für Frauen? Bügeln. Guten Abend, oder wie Ludwig van Beethoven sagen würde, was? Meine Frau geht am Wochenende Rucksack springen. Naja, sie nennt es Fallschirmspringen, doch das wird sie noch merken. Ich stehe in der zweiten Person Singular, imperativ, perfekt, zustandspassiv, brüllend vor dem Wäscheberg, sei gewaschen gewesen! Oh mein Gott, ein UFO, schnell, gib mir die Kamera mit der schlechtesten Qualität. Kuscheln, für Mädchen schön, warm und gemütlich. Für Jungs, sauber Arm, Haare im Gesicht und eine Erektion. Ein Chinese und ein Inder stehen an der Kasse. Wer geht vor? Der Inder. Punkt vor Strich. Was ist rot und riecht nach blauer Farbe? Rote Farbe. Verdammter Stromausfall, sitze schon seit Stunden auf der Rolltreppe fest. Ich wollte 100 Euro einzahlen und der Typ vor mir 100 abheben. Ich habe ihm einfach das Geld gegeben und mir das Anstehen gespart. Das ist mein Glückstag. Hab auf der Toilette gesessen und musste dann doch nicht kacken. Ich denke, das war eine Nahkoderfahrung. Es gibt gute Gründe, mit mir befreundet zu sein. Zum Beispiel wirkt man neben mir echt sympathisch. In der Schule nennen sie mich HSV, weil ich jedes Jahr um den Klassenerhalt kämpfe. Ich mag Frauen wie meinen Kaffee. Ohne Schamhaar. Auf RTL zeigen sie heute die 10 größten 7 Weltwunder. Ich wäre gerne ein Löwe. Schlafen, bumsen, geile Frisur. Ich habe mir heute eine Deutschlandflagge an mein Mountainbike gebunden. Jetzt ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft gegen mich wegen Landesverrats. Du wirst sicher mal Förster. Warum? Du kennst hier jeder Eichel. Was macht eine Bombe im Bordell? Puff. Der Schutzheilige der draußen spielenden Kinder heißt übrigens Sandkasten. Das beliebteste Game auf der Gamescom ist und bleibt der Warteschlangensimulator. In welcher Stadt wird man mit geschmolzenem Gestein beschenkt? In Gratislava. Ich wette 100 Euro, dass meine Probleme vom Glücksspiel kommen. Duschen. Milchshake schütteln. Milchshake waschen offen. Duschen. Ich bei Burger King, wenn ein Übergewichtiger reinkommt. Oh, vor Ihnen eure Mayonnaise. Wie heißt ein Mann ohne Kondom? Papa. 2 Millionen Jahre altes Salz aus dem Himalaya-Gebirge gekauft. Haltbar bis 2020. Ja, nee, ist klar. Unangenehme Telefonate einfach mit "Ich muss los, die Schaukel wird gerade frei" beenden. Yeah, gebt diesem Video einen Daumen hoch, um mich zu unterstützen, und teilt dieses Video. Sollten euch einzelne Witze davon ganz gut gefallen haben, macht doch einen Screenshot davon und teilt sie auf Instagram oder Twitter. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Bis nächste Woche.